Es ist Muckelstimmung. Ich habe ja einen Mega-Tee für die Weihnachts- und Winterzeit. Sternenzauber Pflaume Zimt. Fand ich gut. Dachte ich, ja, komm, du, dich nehme ich mit und dann mache ich es mir gemütlich. Gerade wenn mal eine Freundin zu Besuch kommt oder ne, liebe Gäste oder man halt noch für sich so ein bisschen was Schönes haben möchte. Und apropos schön, habe ich mir gedacht, brauchen wir Prinzessinnen auch schönes Geschirr. Deswegen habe ich hier die schönen Tassen und das aber einmal durchdacht, weil ich dachte, ja, wenn, dann brauche ich mindestens zwei Tassen und eigentlich brauche ich noch eine Schale für die Kekse und die Plätzchen. Und die rumkugeln vielleicht. Boah, schon lecker. Und so richtig schön gemütlich macht. Am liebsten würde ich ja hinten auf der Couch sitzen mit meiner rosa Kuscheldecke. Aber vorher zeige ich euch, was das Set beinhaltet, was wir hier haben. In zwei Tassen, ihr seht schon mal hier einmal das grafische Design, immer zweimal und hier dann auch der passende Teller dazu. Für die Stollen meinetwegen, die selbstgebackenen Plätzchen, die Kekse, die Kuchenstückchen. Das kann man hier sehr gut platzieren. Das ist das eine Set und hier habe ich es auch nochmal so, wie es nach Hause kommt, nämlich mit zwei Kaffeepötten. Ordentlich, zwar richtig schönen Dingen, auch von innen drin komplett, also ein rosa lasiert Geschirrspülfest selbstverständlich, das ist ja auch sehr wichtig. Wir wollen ja ne Zeit sparen. Bin ja auch eine faule Socke, das darf gerne alles in den Geschirrspüler. Bei dem Teller hier ist es auch so, dass man das durchaus machen kann und das Schöne ist natürlich, dass es dasselbe Design hat jeweils wie die Tassen. Das heißt, die Teller wie die Tassen sind vom selben Design, zweimal Tasse, einen Teller, den man dann schön in die Mitte geben kann. Es ist auch ordentlich stabil, das ist jetzt nicht leichtes als Keramik, sondern ordentlich schweres Porzellan. Schön glatt auch, das finde ich auch wichtig, innen drin, dann eben mit dieser schönen, ja, Goldverzierung, also dieses Rosé-Gold ist eine sehr schön warme Geschichte, die aber gerade auch in die Winterdekoration mit Weiß, mit Silber tatsächlich auch gut harmoniert. Ihr seht es ja hier, extra so für euch dekoriert, aber so wird es bei mir auch aussehen, weil es einfach schön ist und weil mir das Herz sich erfreut über solche schöne Dekorationen. Und ich finde, man kann ja auch nicht nur, dass man das als Servierteller nimmt, und die Tassen sind eh klar, wenn wir da Tee drin haben oder ein Glühwein. Es gibt hier zum Düsseldorf zum Beispiel einen Glüh dich glücklich Glühwein, finde ich auch großartig. Oder ob ihr, wenn ihr krank seid, einen Krog macht oder einfach eben auch vielleicht auch gerne Kaffee trinkt. Kaffeepötte, die normale Standardgröße, ganz klar. Aber ihr könnt natürlich die Teller dann auch nochmal separiert dekorieren. Dann würde ich zum Beispiel, nehme ich mal von hier hinten eine meiner flammlosen Kerzen raus. Die kann man dann hier schön hinstellen. Ich finde ganz gut, Schoki geht immer. Die muss irgendwie auch noch dazu. Ein bisschen Schokolade, Kerze und vielleicht, guckt mal, habt ihr auch die Zeit genutzt und habt vielleicht auch Sterne selber gebastelt. Habe ich von einer ganz lieben Freundin. So kriegt man auch mal schlechte Tage rum. Dann kann man das hier auch noch mal mit hinstellen, so ein bisschen mit dekorieren. So, guckt mal, was sagt er? Vielleicht auch die Plätzchen noch mit dabei, vielleicht auch unten ein bisschen Sand auf den Teller, damit es noch stabiler steht, wenn ihr möchtet. Das kann man auch machen. Ansonsten finde ich dann eine ganz, ganz süße Dekoration. Und so kann man auch den Teller noch mal mit hinstellen, wenn ihr jetzt nicht solche Naschhasen seid wie ich. Das könnt ihr ja halten, wie ihr möchtet. Oder vielleicht so eine kleine Bonbonschale. Habe ich jetzt hier auch von den Glühweinbonbons. Und dann könnt ihr ja zum Beispiel auch sagen, ihr macht hier so einen schönen Teller mit einem Tee dazu und dann eben noch eine Naschschale drauf. Dann nehmt ihr das als Servierteller. Auch eine schöne Idee. Ich finde, ein bisschen Nobel können wir es uns auch gut gehen lassen, oder? Ein bisschen Flair, Design, ein bisschen Anspruch an uns auch. Glaube ich, das macht das Leben schon schöner. Und das ist eben das, was ich gerne möchte. Und dafür habe ich meinen Online-Shop und dafür habe ich eben auch dieses Set zusammengestellt. Es gibt genau in diesem Set, in diesem grafischen Design, und ich zeige auch nochmal den Teller von diesem Dreiecksdesign, genau dazu gibt es dann auch passende Schalen. Das heißt also hier mit der Tasse, wenn ich das nochmal zeige, in dem Design gibt es dann auch Keramikdosen, Aufbewahrungsdosen, die luftdicht sind, in kleinerer, flacher Variante. Könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass die hier mit auf dem Tisch stehen und da die Kekse drin sind oder die Plätzchen oder die Rumkugeln, dass das dann luftdicht verschlossen ist, auch die Lebkuchen zum Beispiel.
Das wäre natürlich auch eine schöne Geschichte. Würde ich auch direkt mit auf der Kaffeetafel eindekorieren und dann Deckel zu und frisch halten, wenn der Besuch weg ist oder so an der Naschstation in der Küche oder am Wohnzimmertisch liegen lassen. Das kommt jetzt auch noch demnächst in den Shop. Guckt gerne, ob noch was da ist oder ob es schon da ist, damit ihr euch das vielleicht auch ergänzen könnt, wenn ihr mögt. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Und das mit dem Prinzessin in unserem Herzen. Eure Stefanie.